Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier im LS19, weiterhin im Contest-Rahmen, beziehungsweise im Rahmen des World Contest 2019. Wir schauen uns jetzt die Map This is Irland an, vom Modder Lancy Boy. Version 1.0, PC Mac only, 304 MB Größe. Das Ganze wurde mehr oder weniger ins Deutsche übersetzt, das liest man sich auch, oder liest man auch. Willkommen auf This is Irland, diese Map basiert auf verschiedenen Orten in Irland. Alle Tiere sind als Placeables verbaut, alle brandneuen irischen Farmmodelle wurden von mir selbst hergestellt, benutzerdefinierte Beleuchtungsmaschine, XML, animierte Objekte, diese Karte enthält alle Funktionen vom LS19, benutzerdefinierte Bodentexturen, Abstand, Gras, Bodentexturen, zwei Farmen, Kühe und Schafe, Schweine und Hühner, zwei Verkaufsstellen, BGA, Sägewerk, Forest, Dairy, Ei-Verkaufsstelle und so weiter, über 30 Felder, klein, mittel, groß, da die alle über maßstabsgetreue und korrekt sind. Okay. Individuelle Transportmission. Sowie Feldmission. Was haben wir da noch? Unterstützt FPS-Distanz-Mod. Multiterran-Winkel bereit. Und dann wird er so rechtliches Geblub, was eh keinen interessiert. Wunderbar. Gut. So sieht die Karte aus. Prinzipiell, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Verkaufsstellen. Die sind teilweise in Englisch gehalten, wie hier Bales und The Factory, The Port, The Pub, Waterfront Sales, Woodchips und so weiter und so fort. Sieht man dann dementsprechend hier auch so ein bisschen auf der Map, aber ich glaube, selbst die kein Englisch können, sollte niemand damit überfordert sein. Wir starten im Südwesten hier. An unserem Hof, da haben wir dementsprechend eine Tankstelle, in der Nähe haben wir das Sägewerk, das Pub, Hühnerstall haben wir hier, BGA, Woodchips und The Port, also dementsprechend der Hafen. Weiter im Osten haben wir dann Factory, Balls, also Ballenverkauf in dem Fall, den Viehhändler, dazwischen noch eine Kalkstation, die Spinnerei und einen Pferdestall. Weiter oben ebenfalls nochmal eine Kalkstation und eine Tankstelle und dementsprechend noch ein Hof. Und ansonsten ist es halt so, wie es ist. So, hier starten wir. Wenn es ein bisschen laggen tut, liegt es am Shader Cache, wundert euch daran nicht. Aber hier ist unser Startpunkt, also hier an diesem Zentral, wie nennt man das? Transformator, irgendwie sowas in der Richtung. Und ja, so sieht das Ganze hier erstmal aus. Wir haben erstmal ein paar Unterstellmöglichkeiten oder eine Menge Unterstellmöglichkeiten, was die Hallen angeht. Hier steht auch ab und zu ein bisschen was drin. Man kann natürlich auch die Tore mit öffnen, die zwar hier nicht zur Verfügung stehen, weil ich einfach blöd bin, aber das sei mal dahingestellt. So, weitere Unterstellmöglichkeiten hier. Wie gesagt, haben einfach einen Spielstand angefangen, deswegen da nicht wundern, wenn es so ist, wie es ist. Und ja, schicke Sache, simple Sache, simpler Hof auch, wie bemerkt. Hinten haben wir noch, ich mache mal ein bisschen schneller hier, hier hinten haben wir noch das Farmsilo, ja, auch noch mit drin und ein paar Maschinen, die halt einfach so drin stehen. So, wenn wir uns dann hier einfach mal weiter bewegen, beziehungsweise bewegen uns mal Richtung Hafen hinter, das ist dann erstmal das Interessantere an der ganzen Geschichte. Hier haben wir dann, wie gesagt, noch das Sägewerk, was auch hier markiert ist. Liegt auch in einer Art Waldgegend, eigentlich ganz schick. So, machen wir ein bisschen schneller hier. Kommen wir hier hinten dann über die Straße zum Hafen raus. Da haben wir hier einmal die BGA mit einem großen Silo. Und Fermentiere. Ja, sieht aber, wie gesagt, auch ganz gut aus. Hinten haben wir dementsprechend den Hafen mit einer Verkaufsstelle, beziehungsweise mit dem Verkaufstrigger, der hier dran steht. Ne, Straße endet hier, wird noch mit solchen, wie nennt man das, Geschwindigkeitsbremsern mit abgebremst. Genauso wie vorher, dass hier irgendwelche Container halt dementsprechend rumstehen. Ist okay. Wie gesagt, hier die kleine Farm, beziehungsweise unser Starthof, wie man so schön sagt. Dann geht es hier rein ins, in so eine kleine Dorfregion. Da haben wir Geldautomat und alles. Wiederum ein Haus, was gebaut wird und eine eingeschränkte Straße. Dann haben wir hier den ersten, ich nenne es mal, ne, so Zusatzhof will ich es jetzt nicht nennen. Aber ja, doch so ungefähr, weil das kümmert sich rein um die Hühner. Ne? Wir haben hier Unterstellmöglichkeiten, eine ganze Menge. Warum die Geschwindigkeitsblöcke hier überall sind, verstehe ich zwar auch nicht so wirklich, aber okay. Weitere Unterstellmöglichkeiten, dann dementsprechend hier einen sehr, sehr großen Hühnerstall. Also, der ist wirklich groß. Ja. Aber schick, habe ich so auch noch in dem Fall nicht gesehen. Da steht ja noch ein Trailer, hier kann man theoretisch rein.
Hier müsste sich die Türe theoretisch öffnen. Jawohl, lässt sich auch öffnen. Wunderbar. Da ist gerade irgendwas explodiert. Okay. Weitere Unterstellmöglichkeiten. Und dann endet das Ganze auch schon hier. Dann haben wir hier wieder ein paar Verkaufsstellen. Beziehungsweise Hofsilo, Saatgut und Schweinegehege. Also das ist zusammenhängend, würde ich jetzt fast mal behaupten. Da steht auch noch ein Drescher mit dabei. Kann man hier, ja, hier kann man rein. Hat auch einen eigenen Sound, wie ihr hört. Und zack, zum Einlagern von Dingen. Hier steht noch ein Traktor. Wenn wir hier hinten weitermachen, haben wir dann hier den Schweinestall, beziehungsweise auch wieder mit einer Menge Unterstellmöglichkeiten. Ja. Also Platz. Achso, das Geknalle sind die Tore, auch nicht verkehrt. Ja, auf jeden Fall auch mal ganz, ganz nett. Ansonsten so auch dieser schlammige Boden, nenne ich es jetzt einfach mal, ist eigentlich ganz schnieke gehalten. Dann haben wir hier ein paar Triggerpunkte. Ich glaube, das ist das Außengehege, weil hier selber ist nichts definiert. Hier, das ist als Schweinegehege definiert, also vom Punkt her, aber das wird dann das dementsprechend hier sein. Da sind die Punkte ein bisschen verrutscht, prinzipiell der Hof, aber das ist es hier, also davon nicht verwirren lassen. Dann geht es hier unten weiter mit weiteren Unterstellmöglichkeiten und Kalksilo. Also Unterstellmöglichkeiten gibt es auf jeden Fall eine Menge. Ja, das steht schon mal fest. Dann hier so ein kleines Gebietchen, wo wir dann zu unserem Pferdehof kommen. Stehen auch ein paar Bäume, die man theoretisch umklatschen könnte. Und hier drinnen dann sind dann die Pferde, das Pferdegehege. Da haben wir hier noch diese Trainingsanlage, nenne ich es jetzt einfach mal. Und dieses Karussell ist zwar nicht das, was ich euch damals als Mod vorgestellt habe, aber das ist ja auch mit verbaut. Genauso wie in der Mitte den kleinen Brunnen zum Süffeln. Und hier dementsprechend die Pferdestelle. Da haben wir hier noch eine Hundehütte. Hier steht auch unser Hund. Ne, da freut er sich. Ne, und weitere Triggerpunkte, wo man dementsprechend das Ganze befüttern bzw. Futter abladen kann. Bzw. die Pferde hinschaffen kann. Auf jeden Fall recht schick gehalten. So, hier haben wir dann ebenfalls noch ein Freigehege. Da hauen diesmal auch die Map-Punkte in dem Fall hin. Und zwar für die Schafe. Ne, einmal Wasser, einmal Futter, beziehungsweise Gras und Wasser. Schafe sind da ja relativ simpel gehalten. Kommt man hier dementsprechend über die Straße auch mit rein. Natürlich haben wir hier auch nochmal Unterstellmöglichkeiten. Die hat man hier definitiv eine Menge. Von den Feldern her, ich meine, ihr seht es ja schon allgemein auf der Karte, da ist eigentlich nichts einfach nur rechteckig, sondern hier geht es mal so lang. Hier mal ein bisschen abgewinkelt. Hier mal so, dort mal hier, dort mal da. Ne? Also schick. Passt sich auch besser ins Bild mit ein. Ja, das sieht nicht immer so, wie sagt man das heutzutage? Was ist heutzutage? So starr. Ne, so deplatziert aus. Ansonsten Unterstellmöglichkeiten. Die fünfte und sechste. Wie gesagt, gibt es auf jeden Fall eine Menge. Ein paar Ruinen sind natürlich auch noch mit dabei. Aber ansonsten, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie in Irland. Werde ich, denke ich mal, in meinem Leben auch nie hinkommen. Oh, hier sind ein paar Bäume umgestürzt. Sehr schön. Da geht es auch nicht weiter. Was auch daran liegt, dass hier ein Map-Ende ist. Aber schick gemacht auf jeden Fall. Aber ihr seht auch, der Verkehr wurde angepasst. Halt Englisch. Ne, die fahren auf der linken Seite. Und nicht auf der rechten Seite. Ist natürlich auch eine kleine Umgewöhnung. Ist ganz klar. Ansonsten war ich noch nie in Irland. Werde ich, denke ich mal, in meinem Leben nie werden. Deswegen kann ich schlecht bewerten. Boah. Kommt so ungefähr hin, beziehungsweise allgemein im Vereinigten Königreich, also England. Dass das so aussieht, wie es aussieht. Wir haben hier oben noch einen Heißluftballon, wie man so schön sieht. Ja, aber boah, passt so. Würde ich jetzt im ersten Moment sagen. Passt halt so. Es gibt ja immer viele verschiedene Interessen, beziehungsweise Interessengruppen. Und warum nicht? Ne? Hier ein Shop. Der ist mal relativ simpel gehalten, also sehr, sehr simpel gehalten, wohl bemerkt, aber passt auch irgendwie dazu. Auf jeden Fall sehr viel Freifläche. Nebenbei haben wir ja noch die Tankstelle und hier haben wir dann auch die Kuhweide. Auch alles außerhalb, beziehungsweise hier halt so großes Ding. Sieht auch schon ein bisschen dreckig aus, überall ein bisschen feucht, ein bisschen nass. Boah,
Passt schon. Hier vorne haben wir den Milchmex, ne? Also, wo man dann dementsprechend die Milch abholen kann. Ja, ist in Ordnung. Würde ich jetzt sagen. Ne? Also klar. Mein Fall wäre es jetzt persönlich jetzt nicht, aber wie gesagt, für England-Freunde bzw. allgemein, die halt einfach mal auf sowas stehen, klar, kann man sich gönnen. Im Übrigen, neben den Verkaufsstellen, wir haben unterstützen die ganzen standardgemäßen LS19 Früchte. Also Multifrucht haben wir leider nicht mit dabei. Wohl bemerkt. Und ja. Der Atmosphäre her passt das Ganze schon. Ja, wie gesagt, ist halt Geschmackssache. Aber prinzipiell ist es so vom ersten Eindruck her eine schöne Map. Ansonsten, Lok ist sauber, da gibt es keinerlei Probleme in irgendwelchen Bereichen. Ja, und in dem Fall gibt es eigentlich auch nicht mehr so viel zu sagen. Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Man dankt fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.